Also mir geht es mit den Kontaktbeschränkungen nicht gut. Ich lebe alleine und befinde mich derzeit nach einer Knieoperation in einer Krankheits- bis Reha-Phase. Und durch die Kontaktbeschränkungen bekomme ich halt nur sehr wenig Besuch. Umarmung von Freunden. Ich vermisse es sehr, meine Freunde nicht zu treffen. Mir persönlich fällt es schwer, ihnen nur wenn dann auf Abstand oder per Videochat zu begegnen. Auch vermisse ich es, viele liebe Bekannte aus der Kirchengemeinde bei verschiedenen Veranstaltungen zu treffen und so Gemeinschaft zu erleben, die ich als alleinstehende Person so nicht habe. Ehrlich gesagt, im Moment nicht viel. Da es klingt doof, aber Gefühle der Einsamkeit lassen sich nicht einfach so wegbeten. Aber wofür ich in dieser Zeit sehr dankbar bin, sind Menschen, die ich in der Kirchengemeinde kennengelernt habe, die für mich da sind und sei es nur am Telefon. Freuen würde ich jetzt nicht sagen. Ich bin eher gespannt, wie die Gottesdienste so werden. Denn ich bin Fan vom anderen Gottesdienst. Ich gehe nicht oft in die klassischen Gottesdienste. Und ich persönlich kann mir auch einen Gottesdienst ohne Gesang nicht vorstellen. Ja, dass unsere Kirchengemeinde endlich einen YouTube-Channel hat. Denn ich finde die Videos, die dort hochgeladen werden, wirklich toll. Und mit diesen Videos lässt sich die Zeit ohne anderen Gottesdienst für mich gut überbrücken. Ganz liebe Grüße an das Team vom anderen Gottesdienst. Und ganz besonders an unser Auf- und Abbauteam. Ich freue mich, wenn wir bald wieder gemeinsam Gottesdienste gestalten.